ihr das Spiel Far Cry 3? Habt ihr euch auf den Wahnsinn eingelassen? Ich tat es. Die Story des Spiels wäre ausbaufähig. Man erfährt einfach so wenig über die Charaktere. Als ich anfing es zu spielen, fürchtete ich was. Er ist der Psycho, der alle tötet oder verkauft. Als das Spiel anfing, war er da und textete mich zu. Ja, er machte mir Angst. Auch als er mich das zweite Mal bekam, da wollte er mich und meine Freundin verbrennen. Aber im Spiel überlebt man. Die dritte Begegnung öffnete mir die Augen, ob er mir schon mal gesagt habe, was Wahnsinn sei, will was wissen. Er sitzt gemütlich auf der Holzkiste vor einem gehenden Abgrund eines Cenote, ein mit Süßwasser gefülltes Kalksteinloch, wie es die Mayas benutzten, um Kriegsgefangene zu ertrinken. Ich liege vor ihm, nicht ganz so gemütlich, die Hände gefesselt, die Knöchel an einen Zementblock gebunden. Wahnsinn. Ist... erklärt Vars mit leiser hypnotischer Stimme. Wenn man exakt dieselbe Scheiße immer und immer wieder macht und erwartet, dass sich was ändert. Das ist irre. Aber das erste Mal, als ich das hörte, echt, ich dachte, der verarscht mich. Also boom, abgeknallt. Das Ding ist... okay. Er hatte recht. Er erzählte weiter. Er erzählte, wie er die Leute sah, wie sie wieder und wieder und wieder dieselbe Scheiße machten und was anders erwarteten. Dann rastete Vars völlig aus, nur weil ich oder Jason ihn ansah. Die Sache ist... fährt Vars fort. Okay. Die Sache ist, getötet habe ich dich schon mal. Und verrückt bin ich sicher nicht. Dann fällt ihm noch etwas ein. Habe ich dir schon mal gesagt, was Wahnsinn ist? Fragt er. Und er tritt meinen Zementblock in den Abgrund. Ich falle und befreie mich, muss Piraten töten. Ich spielte das Spiel jedes Wochenende, war ein vorsichtiger Spieler. Ich wollte jeder Schießerei aus dem Weg gehen, weshalb ich lieber quer durch den Dschungel lief, als ein Auto zu nehmen. Missionen musste ich mindestens 10 Mal neu anfangen, weil ich immer starb. Am nächsten Wochenende war es anders. Ich musste mir Vars Definition von Wahnsinn wieder anhören, weil ich letztes Wochenende wieder starb. Und ja, er hatte sowas verdammt recht. Ich versuchte die Mission immer auf dieselbe Weise. An den Sniper schleichen, mit Takedown von unten auf das Dach klettern, sein Gewehr nehmen und alle anderen töten. Nur kam es nie so weit, weil ich gesehen wurde. Aber jedes Mal dachte ich, dieses Mal wird es klappen. An dem Wochenende, wo es anders wurde, schlich ich einfach um den Außenposten rum. Er stach den ersten, den ich einfach in den Fluss fallen ließ, stach die scheiß Hunde ab, knallte einen Sniper ab und dann alle anderen. Ich gelangte relativ sicher zum Helikopter, der dann abstürzte und Vars erwartete mich. Und wieder fragte er mich. Hab ich dir schon mal gesagt, was Wahnsinn ist? Ab da ging alles ganz schnell. Man wurde erschossen und sollte zu Vars Insel. Ich starb diesmal nicht bei der Mission. Vorsicht war mir fremd. Ich stürmte rein und tötete, ließ die Tiger frei, damit sie die Piraten fraßen. Als alle tot waren, galt es Vars zu töten. Das war eigentlich nicht schwer. Man musste seine Klone erschießen. Mit 3 Treffern waren sie tot. Aber ich wollte ihn nicht töten. Ich hatte angefangen, Vars zu mögen. Er hatte da was begriffen. Nein, viel eher wollte ich, dass Jason stirbt. 7 Mal scheiterte mein Mordversuch an Vars, weil ich es nicht versuchen wollte. Aber dann tötete ich ihn doch und brach in Tränen aus. Ich fühlte mich, als hätte ich einen Freund umgebracht. Das Spiel ging weiter und ich veränderte mich. Ich suchte nun den Kampf, tötete einfach alles, was ich töten ließ, lachte dabei und jagte sogar die unschuldigen Zivilisten. Als es darum ging, meinen Bruder im Spiel zu quälen, tat ich das nur zu gern. Das Spiel hatte ich durchgespielt und ging immer mal wieder auf die Insel von Vars, um Rakia zu töten. Das Volk, dem ich eigentlich angehörte. Unter Piraten waren es nur die scheiß Rebellen. Und nun sah ich sie als Feinde. Aber es war ja nur ein Spiel. Naja, zumindest dachte ich das. Die Veränderung nahm auch in der Realität ihren Lauf. Ich wurde aggressiv, wenn ich lange dasselbe tat. Also kündigte ich meinen Job. Jeden Tag dieselbe Scheiße machen ist Wahnsinn. Verpisst euch doch mit euren geregelten Leben, schrie ich meinen Chef an. Doch meine Aggressionen ließen nicht nach. Etwas Komisches passierte. Ich dachte darüber nach zu töten. Einfach, weil mir langweilig war. Ich sah im Internet nach Waffen. Ich bestellte mir eine Desert Eagle. Eine 44er.
Ich freute mich, als sie ankam, und übte gleich mal das Schießen im Garten. Ich werde dieses Gefühl nie vergessen, die Macht des Tötens in meinen Händen zu halten. Ich brauchte das Spiel nur nicht mehr. Nein, es war doch hier. Es war real. Ich war was? Ich lag eines Abends im Bett und konnte nicht schlafen, weil es draußen zu laut war. Ich öffnete mein Fenster und schrie diese Pisser an. Hey, haltet eure verfickte Fresse! Mich juckt es nicht, was für Schlampen ihr in der Bar knallen wolltet! Fresse oder ich knall euch ab! Die Kerle waren besoffen und pfiffen mir nach. Ich bin weiblich, sollte man vielleicht erwähnen, und lachte abwertend und nahm meine Desert. Entsicherte sie und erschoss sie. Gott, war das ein geiles Gefühl. Es vergingen einige Wochen. Meine Wohnung verlor ich. Ohne Arbeit kein Geld. Ohne Geld keine Wohnung. Aber egal, ich kam auch so gut durch. Wer brauchte schon eine Wohnung? Ich hatte einen anderen Ort gefunden. In einem Wald baute ich mir so eine Hütte, wie es sie in Far Cry 3 gab. Wer mir auf die Nerven ging, den schleppte ich dorthin. Ich tötete ihn nicht. Nein, ich spielte nur, schnitt ihnen den Finger ab, zog ihnen hautstellenweise ab, behandelte sie mit Schlafentzug. Nur wenn sie langweilig wurden, knallte ich sie ab. Aber das war nicht genug. Ich wollte mehr. Ich wollte Was kennenlernen. Den echten Was, den Kerl, der Was seinen Aussehen gab. Ich flog nach Kanada, wo er wohnte, lauerte ihm auf und lernte ihn kennen. Ich gab mich süß und zuvorkommend. Wir freundeten uns an. Mike, ich würde so gern mal auf eine verlassene Insel. Davon träume ich seit, den ich denken kann, erzählte ich ihm. Er lachte und sagte nichts weiter dazu. 2 Wochen später hatte er 2 Flugtickets nach Hawaii. Von dort aus schipperten wir in einem Schiff, bis wir eine Insel fanden. Dort angekommen, bauten wir eine Hütte. Eine schöne. Mike war Schauspieler. Er war gewisse Standards gewohnt. Heimlich baute ich noch einen Käfig. Als er fertig war, zeigte ich ihm den Käfig, stieß ihn rein und schloss ab. Ich hockte mich vor ihn und sah ihn. Hab ich dir schon mal gesagt, was Wahnsinn ist? Fragte ich ihn und er sah mich mit großen Augen an. Was? Flüsterte er. Nein, er war was und ich würde ihn dazu machen. Ich schnitt ihm ein Iro, wie was ihn trug, gab ihm die Klamotten, wie was sie trug und ich verpasste ihm die Narbe, die was hatte, mit einem rostigen Messer. Ich ließ ihn teilhaben an seinem Wahnsinn und als er nach Wochen endlich wieder was war, ließ ich ihn frei. Wir verweilten auf der Insel. Sie war unser Far Cry 3. Und wenn sich jemand dorthin verirrte, töteten wir denjenigen. Wir lebten das perfekte Leben, fernab von Wahnsinn. Wir hatten es begriffen. Wir waren geheilt.